Herzlich willkommen zum Europacamp der Zeitstiftung in Kooperation mit Arte und Kampnagel hier auf Kampnagel in Hamburg. Wir streamen live über den YouTube-Kanal der Zeitstiftung und auf arteevents.de. Wir sind sehr gespannt auf das Programm in den folgenden 3 Tagen, das leider unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine steht. Wir beschäftigen uns aber auch mit Themen wie Migration, mit Antirassismus, mit Klimafragen und haben auch ein großes kulturelles Programm für Sie hier vorbereitet. Ich begrüße jetzt die Intendantin von Kampnagel, Amelie Deuffelhardt. Sehr hell. Könnt ihr ein ganz bisschen dieses Licht runterdrehen, bitte? Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Ich freue mich, lieber Sascha, dass die Zeitstiftung inzwischen zum 4. Mal, ich habe ja eigentlich 5 gezählt, aber offensichtlich habe ich mich verzählt, zum 4. Mal dieses Europacamp hier auf Kampnagel mit uns gemeinsam machen, auch wenn wir ein bisschen der Juniorpartner sind. Ich freue mich auch, lieber Wolfgang Bergmann, dass Arte letztes Jahr mit eingestiegen ist in das Europacamp. Und ich erinnere mich, wie wir zum allerersten Mal, und das ist ja schon ein paar Jahre zurück, zumal die Pandemiejahre ja die Abstände riesig vergrößert haben, wie wir zum allerersten Mal darüber gesprochen haben, Sascha, dachte ich, ja, so Europacamp, ja, ist super interessant, aber ich würde sagen, ein Nachdenken über Europa hat in den letzten Jahren nochmal extrem an Brisanz gewonnen. Die globale Krise oder globalen Krisenherde, in denen wir uns ja schon lange befinden, was auch die großen Transformationsthemen sind, die ja hier im Camp auch verhandelt werden, Migration, Flucht, Rassismus oder Angriff von rechts, Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität. Diese Themen haben jetzt auf der Folie von Corona und auf der Folie des Ukraine-Kriegs nochmal eine, ja, wie soll ich sagen, eine Dimension bekommen, wo jedem plötzlich klar geworden ist, dass es Themen sind, die jetzt ganz vorne auf unserer Tagesordnung stehen. Und ich bin auch dir, lieber Sascha, sehr dankbar, wie schnell du dein Programm nochmal aktualisiert hast. Das ist wirklich, das verdient echt großen Respekt in den Zeiten. Mehrere Panels über die Ukraine, eins sogar über die Zeit nach dem Krieg. Das ist wirklich, das wird eine sehr spannende Zeit jetzt, die nächsten 2 Tage. Und es gibt auch ein reiches Kulturprogramm. Dazu vielleicht noch 2 Sätze. Wir haben vielleicht viele von den großen Themen in den letzten Jahren so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Jetzt müssen wir sie angehen. Und draußen gibt es eine Installation von God's Entertainment. Das ist eine Wiener Performance-Gruppe. Die Installation heißt Unter dem Teppich und beschäftigt sich mit Europa, mit Identität, aber auch mit Migration, also mit Einwanderung nach Europa. Eine sehr schöne Installation, da kann man sich auf so einen Wagen legen und von unten auch Filme angucken. Unbedingt empfehlenswert. Heute Abend und auch morgen Abend gibt es den Club Bertina. Das ist so ein sehr schöner, loungiger Club, jeden Abend mit neuen Drinks und natürlich vor allem mit neuen Musikern. Und es gibt noch morgen Abend den Podcast zur Lage der Nation, der Kultcharakter hat und schon seit er im Programm stand, ausverkauft ist. Und dann kommt noch Ketka am Sonntagabend. Das heißt, es gibt ein Riesenprogramm. Es gibt vor allem ganz viel für den Intellekt, aber es gibt auch viel, um sich immer wieder zu entspannen. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich über die Kooperation, lieber Sascha. Ich freue mich, wenn wir auch weiter an Europa arbeiten. Ich glaube, es ist notwendiger denn je. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, Winston Churchill hat einmal gesagt, Verständnis für den Gegner zu haben, ist der erste Schritt zur Niederlage.
Ich habe in den letzten Wochen sehr oft an dieses Zitat gedacht, denn auch ich gehörte zu denjenigen, die immer ein gewisses Verständnis für die russische Politik aufgebracht haben, die verstehen konnten, dass es einer russischen Perspektive schwierig ist oder komplex ist, wenn über Europa oder gar die NATO geredet wurde. Und ja, ich gebe das zu, ich habe mir auch die Krim schön geredet, immer auf der Suche nach Konfliktvermeidung. Jetzt ist alles anders, jetzt ist Krieg, Menschen sterben oder, ich glaube, man muss das ganz direkt sagen, Menschen werden getötet, sind auf der Flucht, können alles verlieren und das in Europa. Das führt uns an unsere Grenzen und das fordert uns heraus, menschlich, geopolitisch und wirtschaftlich. Menschlich und das an allererster Stelle, finde ich jedenfalls, weil wir jetzt wirklich Solidarität zeigen müssen, weil wir helfen müssen, egal was noch passieren mag. Geopolitisch, weil sich die Welt, so wie wir sie kennen, gerade verändert und wirtschaftlich, weil wir ein manifestes Risiko für eine echte Rezession laufen, die uns zusätzlich unseren Handlungsspielraum und hoffentlich nicht unsere Solidarität herausfordern wird. Die gute Nachricht ist, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier vor Ihnen stehen darf, die gute Nachricht ist, wir sind diesen Herausforderungen nicht hilflos ausgesetzt, denn Europa ist so geeint wie nie. Und genau darum soll es in diesem Europa-Camp gehen. Wie können wir helfen? Jeder Einzelne von uns, ganz wichtig. Wie können wir aus diesem Krieg eine Chance für Freiheit und Demokratie entwickeln und wie können wir wirtschaftlich mit dieser Situation umgehen? Dabei sind mir zwei Punkte wichtig, von denen ich hoffe, dass wir sie auch auf diesem Camp diskutieren. Nämlich einmal, wie kann es gelingen, jetzt schnell und dynamisch die Potenziale eines europäischen Binnenmarktes auszuschöpfen, sodass wir eben nicht in diese Wirtschaftskrise laufen und nicht in die Gefahr kommen, möglicherweise unsere Solidarität zu verlieren. Und wie kann es gelingen, die alte Idee einer transatlantischen Handelspartnerschaft, Sie erinnern sich, TTIP, wieder aufleben zu lassen. Denn wie immer sich China positionieren wird, vorbereitet sein ist, glaube ich, alles. Meine Damen und Herren, damit möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem Europacamp begrüßen. Mein Name ist Burkhard Schwenker, ich bin der Vorsitzende des Kuratoriums der Zeitstiftung und ich bin heute ganz besonders stolz auf die Zeitstiftung. Und deswegen einen großen Dank an Sascha Surke und das Team, dass es gelungen ist, wir haben das gerade gehört, in kürzester Zeit die Agenda für dieses Camp auf diese neue Situation umzustellen. Einen ganz herzlichen Dank an Arte für die mediale Begleitung und damit die Chance, viele Menschen in unsere Diskussionen, in unsere Ideen einzubeziehen. Und vielen Dank an Kampnagel dafür, dass wir hier sein dürfen, denn dieses Europa-Camp ist ein Camp. Es ist ein Format, in dem es auf Spontanität ankommt, auf kreative Ideen, auf den Austausch miteinander. Und dafür ist Kampnagel, glaube ich, genau der richtige Ort. Deswegen herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Meine Damen und Herren, vielen Dank an Sie alle, dass Sie dabei sind, physisch oder virtuell. Und eines möchte ich noch sagen, trotz allem haben Sie viel Spaß und Freude an diesem Camp. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich bin im Bunde der Dritte, der Dank sagt für diese wunderbare Veranstaltung. Arte ist ja sowas wie ein permanentes Europa-Camp, ein permanentes virtuelles Europa-Camp. Das ist unsere DNA und wir hatten uns das in diesem Jahr so schön vorgestellt. Wir wären 30 Jahre jung und die Liaison, die wir im letzten Jahr begonnen haben mit dem Europa-Camp, die fing so schön, wenn auch in schwierigen Zeiten an und wir dachten, wir tun es zusammen zum Feiern, feiern Arte, feiern 30 Jahre, feiern Europa, feiern auch das Bewusstsein, das steigende Bewusstsein, dass Europa wirklich kein nice to have, sondern ein must have ist. Aber auf dem Weg bis hierher ist uns die Lust am Feiern vergangen. Wir haben auch im Sender unsere Aktivitäten zu diesen 30 Jahren vom Feiern hin zu einem Nachdenken entwickelt, das sich im Programm in vielfältiger Weise zeigt und repräsentiert. Und insofern sind wir froh, dass es gelungen ist, dieses Nachdenken, diese Nachdenklichkeit in einem modifizierten Programm hier zu spiegeln.
Ich möchte allen Beteiligten, Sascha Surke, meinem eigenen Team, Amelie Deufelhardt, allen Beteiligten sehr herzlich danken für diese sehr flexible Art auch der Modifikation des Programms. Ich persönlich freue mich sehr auf das Programm, denn mir ist auch nach Nachdenken, Nachdenklichkeit, die Antworten auf diese Situation zu finden, ist unerhört schwer. Und wir müssen alle gewärtig sein, dass wir es mit einem Zustand zu tun haben, mit einem Konflikt, mit einem fast herzzerreißenden Zustand, dessen Ausgang vollständig offen ist. Und wenn wir uns neben der Nachdenklichkeit auch dabei unterhaken und uns unseres Bewusstseins verstärken, dass dieses Europa eben kein nice to have ist, sondern ein must have, dann glaube ich, gehen wir alle miteinander in die richtige Richtung. In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung eine gute Zeit, allen beim Nachdenken viel Erfolg. Und der Erste, der jetzt mit anderen nachdenkt, ist Georg Maskulow. Und Herr Maskulow, Ihnen und Ihren Diskussionspartnern ist das schwierige Thema Europa im Krieg aufgegeben, und wir sind gespannt auf Ihre Gespräche. Dankeschön. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu den Dingen, die wir uns in diesem Jahr sicher alle anders gewünscht hätten, gehört ja nicht nur, dass man hoffte, dass die Hallen hier auf Kampnagel wieder voll sein würden und voll sein könnten, sondern wir hätten uns sicher auch alle gewünscht, dass zum Auftakt der vielen Diskussionen, die an diesem Wochenende stattfinden werden, nicht am Anfang eine über Krieg und Leid und Elend mitten in Europa stehen müsste. Dafür haben wir die ersten 40 Minuten dieses Europacamps unter den vielen Aufgaben, Veranstaltungen zu moderieren, ragt das in der Unmöglichkeit nach oben heraus. Aber zumindest habe ich dafür das bestmögliche Panel, das helfen wird, in diesen 40 Minuten herauszufinden, was uns an neuem Schlimmen noch bevorstehen könnte, aber auch wo sich mögliche Perspektiven ergeben für einen Waffenstillstand, für dauerhafte Lösungen. Meine vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier sind Jana Pugirin hier gleich zu meiner Linken, Senior Policy Fellow und Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. General AD sagt man, ne? Hans-Lothar Domröse. Katja Gloger, Journalistin, Autorin und Buchautorin, Russland-Expertin, und Professor Jörn Happel, Professor für die Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr hier in Hamburg. Herr Domröse, ich würde Sie bitten, uns zu Beginn einen kurzen Überblick zu geben, wie wir uns in diesen Tagen die militärische Situation, die militärische Lage vorstellen müssen und was Sie für die nächsten Tage und Wochen im militärischen Bereich erwarten. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt den unangenehmen Part habe, einzuleiten für dieses schreckliche Ereignis. Die Ukraine kämpft um Freiheit. Es ist Freiheit, die Putin und sein Regime bedrohen. Und nun hat er auf eine 1200 Kilometer breite Front angegriffen, vor ziemlich genau sechs Wochen her, und hat im Norden auf Kiew von Belarus aus kommend angegriffen, aus dem Donbass mit zwei Angriffspfeilen und zwei aus Krim. Und wenn man das bewerten will von den ersten sechs Wochen, muss man nur sagen, fachlich, wenn ich jetzt Schiedsrichter wäre, und das wäre nicht ein fürchterlicher Krieg, muss man sagen, das ist eine 5-6. Performance grottenschlecht. Der Nordangriff auf Kiew zu ist gescheitert, im Süden teilweise erfolgreich auf Richtung Mariupol zu und in Donetsk, wo die Bürger ja befreit werden sollten, nicht ein Bild einer befreiten Frau oder winkenden Kindern. Also tut er sich auch sehr schwer mit Landgewinnen.
Und nach 4 Wochen hat er etwa Verluste gehabt, etwa vierstellig, also 15.000 rund, sagt man, Tote und Verwundete, die darauf hindeuten, dass sie es nicht können, handwerklich nicht können. Man hätte traditionell erwartet von einer Weltmacht, von einer Nuklearmacht und mit dem modernen Gerät ausgestattet, wie wir es immer gesehen haben auf den Messen, dass sie Multi-Domain Operations können, also von Cyber, Air Campaign bis hin zum Panzer herunter, alles koordiniert und fokussiert. Aber nein, er hat auf 1200 Kilometer angegriffen, nebeneinander, jeder hat mal was getan, jeder hat mal geknallt und nur Elend verbreitet und keinen Erfolg. Er hat also im Norden abgebrochen und die Folge ist, dass er jetzt umso gewaltiger wird, gewaltsamer wird und das, was wir sagen, einfach so eine Strategy of Attrition macht. Das heißt Artillerie, Artillerie, Artillerie und von mir aus auch Raketen und nichts als Zerstörung. Sie kennen die Bilder aus dem Fernsehen, ich brauche das nicht näher zu beschreiben. Eine Walze geht durch das Land, Elend, Blut und Zerstörung. Das kann der Russe, das ist sowjetische DNA. Und die zurückgehenden Soldaten hinterlassen Gräueltaten offensichtlich, die noch untersucht werden müssen. Aber schlimmste Bilder, weil sie wahrscheinlich denken, das ist in Ordnung so. Die Ukraine hat ja auch kein Souveränitätsrecht, also hat der Bürger auf dem Fahrrad auch kein Recht zu leben. So oder so ähnlich. Marodierende Banden. Also es ist schrecklich, er wird mehr schießen und mehr kaputt machen. Mariupol wird dem Erdboden gleichgemacht, die Bevölkerung kann vielleicht noch fliehen, vielleicht auch nicht, wenn sie auf dem Bahnhof stehen, werden sie getroffen von Raketen oder auf den auf den Ausweichwegen. Also das ist schrecklich, was er macht. Vom Behavior würde man sagen, Worst Behavior, Kriegsverbrechen, das sind ja alles Worte, mit denen Sie was anfangen können. Also, wie geht es weiter? Es ist ein historisches Datum, der 9. Mai. Die Russen feiern das immer übergroß mit Paraden am Kreml, auf dem Roten Platz, der Sieg über Nazi-Deutschland. Das können sie auch gerne machen. Und dieser 9. Mai ist sowas wie eine Brandmauer für mich in der Einschätzung, dass ich sage, am 9. Mai muss er fertig sein. Am 9. Mai stört ein Krieg. Am 9. Mai muss gesiegt sein. Muss gesiegt sein, also muss am 8. Mai fertig werden. Da hat er noch 3 Wochen Zeit und bis dahin wird er trümmern, trümmern, trümmern. Und die Ukrainer werden ausweichen, auch wenn sie jetzt noch Waffen kriegen sollten. Und im Endergebnis wird es dann irgendwann ja doch zu einem Verhandlung kommen. Und das Verhandlungsergebnis könnte aus meiner Sicht im günstigsten Fall sein. Der Donbass ist weg, die Krim ist weg und das Stück, Landstück dazwischen auch, also rings um Mariupol. Als ein Verhandlungsergebnis, über das dann die Geschichte später mal urteilen wird, ob es wem es gehört. Im schlimmsten Fall militärisch nimmt er auch noch Odessa und dann ist es ein Landlocked Country, dann ist das ohne Wasser, ohne Zugang, das wäre der schlimmste Ausgang für die Ukraine. So weit darf es nicht kommen. Ich hoffe, dass wir die Ukrainer, den tüchtigen Präsidenten, so unterstützen können, dass sie mit der Widerstandskraft durchhalten und dieses Schlimmste vermeiden. Danke sehr. Danke. Jana, während wir hier sprechen, ich habe jedenfalls noch keine Nachricht gesehen, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, schon in Kiew eingetroffen ist. Aber sie ist zumindest auf dem Weg oder schon da. Das ist ja mehr als eine symbolische Reise. Und sie reiht sich ein in eine Zeit, in der wir, in der Europa gerade ein neues Sanktionspaket verabschiedet hat, aber ganz offensichtlich auch entschieden ist, die Ukraine noch mal in größerem Umfang mit einer anderen Form von schweren Waffen auszustatten. Nimm uns doch mal bitte in diese europäischen Überlegungen, die da zur Stunde angestellt werden. Vielen Dank. Erstmal möchte ich vielleicht zum Ausdruck bringen, wie erstaunlich das eigentlich ist, dass die Europäische Union sich so schnell, so engagiert und so entschieden positioniert hat. Und ich glaube, dass ein Grund dafür auch darin liegt, dass mit diesem Krieg auch in der Europäischen Union wenige Mitgliedstaaten wirklich gerechnet haben. In Mittel- und Osteuropa gab es da die große Überzeugung, aber auch in Skandinavien, wo ich wenige Tage vor Kriegsausbruch noch war, hieß es, wir glauben nicht, dass es zu einem größeren Einmarsch kommt. Und ich glaube, der Schock ist gewaltig für die Europäische Union, aber es ist natürlich auch sehr eindeutig, den Aggressor festzumachen. Wir stellen uns für einen Moment einmal vor, es hätte so ein krimartiges Szenario gegeben, Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, keine Zuordnung, dann hätte es durchaus sein können, dass sich
ja, die Europäische Union darüber zerfleischt, wann man die rote Linie denn nun als überschritten betrachtet, wann man die Sanktionen aktivieren soll. Also insofern hat es Putin der Europäischen Union leicht gemacht, aktiv zu werden. Sie ist aber dann auch ja, wirklich entschieden vorangegangen mit den Sanktionspaketen, und die Kommissionspräsidentin hat da immer eine führende Rolle gespielt, war sehr ambitioniert, geht auch in ihren Positionierungen und in ihren Ambitionen über einige Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschland, weiter hinaus. Deutschland hat gerade wieder gebremst bei den Sanktionen oder auf die lange Bank geschoben. Und ich glaube, der Versuch ist eben jetzt zu zeigen, die Präsidentin des Europäischen Parlaments war auch schon da, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, wir sind in diesem Krieg parteiisch, wir sind kein Vermittler, auch wenn man sich vielleicht eine Vermittlerrolle vorstellen könnte. Vielleicht zu den diplomatischen Überlegungen breiter, glaube ich, dass Putin noch keines seiner Kriegsziele, der General hat das vorhin gesagt, militärisch erreicht hat, und solange er das nicht hat, nicht ernsthaft verhandeln wird. Und erst dann bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, wenn er etwas vorweisen kann. Und ich glaube, dass er nicht so sehr unter Zeitdruck steht, weil ich glaube, aus russischer Perspektive ist ein Krieg, so wie er jetzt läuft, immer noch besser als ein schlechter Frieden. Ich glaube, dass die russische Bevölkerung, es hat geklappt, die russische Bevölkerung hinter diesen Krieg zu bringen. Und ich glaube, dass es da durchaus eine lange Durchhaltefähigkeit gibt. Ich glaube nicht, dass Russland oder dass Putin seine ursprünglichen Kriegsziele aufgegeben hat vom 17. Dezember. Die gehen ja auch weit über die Ukraine hinaus. Da lässt nichts drauf hindeuten, dass das so ist. Im Gegenteil, es wird immer wieder betont, dass die Ziele für die Ukraine im Prinzip so weiter aufrechterhalten werden, und ich glaube, das Minimalziel, was erreicht werden müsste, wäre eine Teilung der Ukraine, damit Putin sagen könnte, okay, jetzt habe ich zumindest meine Kriegsziele erreicht. Also, dass er das dann in Verhandlungen zementieren wollen würde. Vielleicht soweit erstmal. Danke. Burkhard Schwenker hat gerade bei seiner Begrüßung gesagt, dass er zu denen gehört hat, ich glaube, wie so viele andere in diesem Land auch, die gesagt haben, das kann man ihm jetzt eigentlich nicht auch noch zutrauen. Das wird er irgendwie nicht tun, diese Grenze wird er letztlich nicht überschreiten. Und das sind wahrscheinlich die größten Fragezeichen, mit denen wir es im Moment zu tun haben in diesem Krieg. Welche Grenzen wird Putin eigentlich noch überschreiten? Welche Wirkung zeigen möglicherweise die Sanktionen? Welche Form von Widerstand regt sich womöglich auch in seinem eigenen Land? Muss er nun zum 9. Mai tatsächlich ein Ergebnis vorweisen müssen oder nicht? Und wir haben das große Glück, dass wir hier gleich zwei haben, die Russland so gut kennen, so gut verstehen und so gut es denn irgend geht, uns vielleicht einmal mitnehmen in diese russische oder putinsche Denkweise. Vielen Dank. Wir versuchen, glaube ich, Russland zu verstehen, seit vielen Jahren, ein Leben lang in Wahrheit. Wir sind nicht ganz sicher, ob uns das wirklich immer gelingt. Ich habe in den vergangenen Tagen sprechen können mit Kolleginnen und Kollegen der Novaya Gazeta und ihrem Chefredakteur, dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 2021, Dmitri Muratov, der die bittere Entscheidung treffen musste, das Erscheinen seiner Zeitung, also das Symbol für eine demokratische Veränderung, das Symbol für ein Freiheitsversprechen, mit dem auch Russland irgendwann einmal begonnen hatte. Es scheint schon Ewigkeiten her. Also dieses Symbol, die Publikation dieses Symbols ist bis zum Ende der sogenannten militärischen Sonderoperation nun ausgesetzt. Es bedeutet sagen faktisch das Ende des letzten wirklich unabhängigen Mediums in Russland. Die Kolleginnen und Kollegen waren natürlich damit beschäftigt, herauszufinden, was wird jetzt weiter, was wird mit ihnen, aber sie waren sehr viel mehr natürlich beschäftigt mit einem auch nur annähernden Versuch, die Bilder von Bucha und Borodinka und all den anderen Orten aus dem Norden der Ukraine, aus nördlich von Kiew zu verstehen und einzuordnen, und am allermeisten waren sie damit beschäftigt, und es hat sie auch am allermeisten bekümmert, die große Frage, welche Schuld haben wir Russen, welche Schuld hat unser Land damit auf sich geladen, damit, dass wir dies überhaupt haben zulassen können. Und das wird die große Frage sein, irgendwann einmal,
wenn wir optimistisch sind in einem historischen Aufarbeitungsprozess, den dieses Land durchlaufen wird, wann das sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann wirklich sein, dass das noch Ewigkeiten dauert. Denn Wladimir Putin hat es geschafft, dieses Land sozusagen in den Zangengriff, in die Geiselhaft einer Ideologie zu nehmen, die eine Mischung ist aus Autoritarismus, einer Kleptokratie, die verbrämt wird mit national-religiösen aufgeladenen Werten, das Land dann wieder einmal, wie schon seit Jahrhunderten immer wieder, als Antagonist des Westens zu positionieren, als Land einer wahren russischen Zivilisation, Menschen mit echten konservativen Werten gegen diesen nicht nur dekadenten Westen, wo irgendwelche Ökodiktatoren herrschen und ansonsten Feministinnen darauf aus sind, die Macht zu ergreifen. So ist irgendwie die russische Sicht. Und der Westen, symbolisiert durch die NATO, die immer weiter nach Osten vorrücke und angeblich russische Sicherheitsinteressen massiv bedrohe, die wird nun auch noch aufgeladen durch das Wort Nazis und Faschisten und Genozid, Dinge, die sehr tief in die russische Seele gehen, weil sie auf historische Erfahrungen rekurrieren natürlich und weil sie auf das eine Große rekurrieren, was den Menschen, die ihre eigene Geschichte nie aufarbeiten durften, was den Menschen nach 80 Jahren Blut und Gewalt, nach den 90er Jahren mit seinem Chaos und nach der Errichtung der Kleptokratie in einer sogenannten vertikalen Demokratie unter Wladimir Putin überhaupt noch geblieben ist. Die Lehre in ihren Seelen zu füllen mit dieser großen Siegesidentifikation, im Sieg, im großen vaterländischen Krieg am 9. Mai. Und deswegen wird Putin am 9. Mai einen wie auch immer gearteten Sieg verkünden müssen. Das ist das, was das Land noch zusammenhält, ein Repressionsapparat, ein Gewaltpotenzial. Es ist tragisch und eigentlich möchte man nur weinen. Ich möchte dem noch hinzufügen, zunächst einen Widerspruch zu Herrn Domröse. Mir ist das zu holzschnittartig, so von den Russen zu sprechen. Der Russe kann das, der Russe macht das, der Russe wirft jetzt mit Militär und Artillerie darauf. Wir sehen auch in Russland derzeit noch sehr, sehr viele Leute, die sehr engagiert sind, die auf die Straßen auch noch gehen, die sich trauen, die widersprechen, die gegen die Macht auch sind. Und es ist ein kleiner Teil davon, aber es sind Russinnen und Russen, die für ihr Land auch kämpfen und auf die wir setzen müssen. Die meisten von denen versuchen herauszukommen. Das ist das Traurige daran, dass jetzt diejenigen, die am meisten zu verlieren haben, dadurch, dass sich Russland abschottet und auch abgeschottet wird, weil es ein aggressiver Staat ist, dass diejenigen versuchen, jetzt das Land zu verlassen. Und die Repression nebenzu, Novaya Gazeta, Katja hat es angesprochen, Novaya Gazeta ist als letzte Stimme verstummt und es sind weitere Stimmen, die verstummen werden. Und es sind Leute auch in kleinsten Kreisen. Mein Kollege und Freund Iger, Professor in Chelyabinsk, verliert seine Professur, weil er ein Nationalverräter ist, weil er zu viel mit der Schweiz und zu viel mit Deutschland zu tun hat. Es sind ganz andere Leute, die in denselben Kreisen keine E-Mails mehr schreiben wollen an uns im Westen, weil sie Angst haben, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Und das trifft mich natürlich auch, wenn es Freundinnen und Freunde sind, die dann das Vertrauen verlieren, dass ich vielleicht irgendwie mit diesen E-Mails Schindluder treiben würde. Und so fiebere ich auch mit großer Erwartung und aber auch mit großer Furcht diesem 9. Mai entgegen. Denn Putin muss ja, wir haben jetzt das mehrfach schon gesagt, er muss ja irgendeinen Sieg verkünden. Ohne Sieg kann er ja nicht nach Hause heimkehren. Und er versucht sich ja einzureihen, das hat er in seinen Ansprachen immer gemacht, einzureihen in die Reihe großer russischer Feldherren. Das hat er noch zuletzt in seiner infamen Fernsehansprache, kurz vor dem Krieg, diesem Montagabend, wo man den Fernsehsessel lümmelt und daneben die alten Telefone und so weiter, da führt er aus, wie wichtig dieses russische Militär ist. Und es gibt eine Ansprache von Stalin, das ist vielleicht die bedeutendste Ansprache Stalins, vom 7. November 1941, an die Truppen gewandt,
die jetzt gleich Moskau als Frontstadt an die Front geworfen werden. Und dort redet Stalin davon, dass man die Feinde schlagen wird. Und er zählt plötzlich die Helden auf. Alexander Newski, der im 13. Jahrhundert die Deutschritter geschlagen hat. Dmitri Bajarski, der im 17. Jahrhundert zusammen mit Kusma Minin die Polen aus Moskau vertrieben hat. Dmitri Danskoi, der die Tataren geschlagen hat. Und Alexander Suworow, den Putin in dieser Rede mehrfach, 3-4 Mal erwähnt, der im 18. Jahrhundert Polen geschlagen hat, gegen die Franzosen gekämpft hat, etc. Der Michail Kutuzov. Und da macht Stalin eine rhetorische Pause. Und alle Sowjetbürgerinnen und Bürger wussten, in dieser Pause wird Stalins Name stehen. Und ich bin davon überzeugt, Putin möchte in der nächsten Spalte erscheinen. Danke, dass ich kurz reagieren darf. Ich möchte den 9. Mai, ich möchte dazu zwei Punkte machen. Einmal, dass Putin natürlich am 9. Mai alles Mögliche erklären kann, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Also ich glaube, ich finde wirklich die Idee, dass er bis zum 9. Mai diesen Krieg beendet haben könnte, zu seiner Zufriedenheit, das müssen wir noch mal ein bisschen einordnen, weil was gerade passiert, ist eben die Bewegung vom Norden runter in den Donbass, in den Osten und in den Süden. Das geht aber nicht einmal quer durchs Land, sondern er muss quasi über Belarus und Russland diese Truppenverschiebung machen. Allein das wird jetzt dauern. Es geht auch darum, diese Truppen aufzufrischen. Es geht darum, neue Truppen zu holen, eventuell neue Ausrüstung, um überhaupt einen erfolgreichen Angriff dann unten im Osten machen zu können. Weil auch da ist die ukrainische Armee ja sehr stark und die bewegen sich ja nun auch vom Norden weg in diese neue Kampfzone noch viel stärker. So, Putin kann natürlich am 9. Mai alles Mögliche verkündigen. Der hat ja schon verkündet, also es gibt Chemiewaffenlabore in der Ukraine, Biowaffenlabore, die Ukraine bereitet mit Unterstützung der USA einen Nuklearschlag auf Russland vor, alles. Ich glaube, das müssen wir uns so ein bisschen vor Augen führen, dass die Realität in Russland wirklich beliebig ist. Also es gibt verschiedene Wahrheiten, die werden nebeneinander gestellt, das ist Teil der russischen Propaganda, 3 Wahrheiten, 2 oder 5 Lügen, alles nebeneinander gestellt, ohne dass man wirklich erkennen kann, was jetzt stimmt und die Gleichschaltung der Medien. Insofern mag er da etwas verkünden, was aber mit der Realität und den russischen Erfolgen vor Ort nicht unbedingt etwas zu tun hat. Das finde ich sehr wichtig, dass wir uns das nochmal so vor Augen führen. Und auch die Idee, dass der Krieg danach, selbst wenn es ein Abkommen gäbe, wo sich Russland nicht wirklich sicher ist, seine Ziele durchgesetzt zu haben, dass dieses Abkommen dann stabil ist und dauerhaft trägt, ist eine weitere Illusion, die wir nicht haben sollten. Der Krieg in der Ukraine hat 2014 begonnen für die Ukrainer und er ist beständig weitergegangen. Es gab Angriffe, militärische Angriffe, Cyberangriffe, Informationskrieg, die Zermürbung der ukrainischen Bevölkerung. Das wird weitergehen, wenn Putin das Gefühl hat, er hat so einen Zwischensieg erreicht. Wir sollten uns auf einen langfristigen Konflikt mit Russland einrichten und bitte nicht darauf, dass am 9. Mai danach alles vorbei ist und wir wieder zu so einem Status quo ante zurückkehren können und vielleicht in einem Jahr Nord Stream 3 bauen. Also dafür wollte ich warnen. Katja wollte auch intervenieren. Ganz kurz, Jana, völlig richtig, der 9. Mai wird eine Etappe sein. Er wird etwas verkünden müssen für sein eigenes Land, zur Legitimation auch seiner eigenen katastrophalen Fehlleistungen. Es steht ja offensichtlich zu befürchten, dass er versucht, diese Zeit bis dahin zu nutzen, eben massiv im Osten militärisch vorzugehen, mit all den furchtbaren Folgen, die wir ja heute schon erleben am Bahnhof von Kramatorsk. Also mit noch mehr Zerstörungsmacht und noch mehr Tod, den er über das Land und über die Menschen bringt. Dieser Krieg, ich fürchte, er wird lange dauern, Monate, wenn nicht sogar noch länger. Und ich glaube, es ist vollkommen offen, was am Ende steht. Ob ein wie auch immer geartetes Friedensabkommen dort stehen kann. Ich glaube, im Moment fehlt fast allen die Vorstellung, wie so ein Friedensabkommen überhaupt einigermaßen dauerhaft halten kann. Und ich glaube, das ist die Realität, Putins Realität, in die er uns alle zwingt und mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn ich die Gelegenheit nochmal ergreifen darf, um das richtig zu stellen, ich spreche von den russischen Streitkräften.
nicht von den Russen, ich kann gesagt haben, die Russen nicht. Aber was die Streitkräfte hinterlassen, ist genau das Muster in Tschetschenien, das gleiche Muster in Aleppo, in Syrien, draufschlagen, zertrümmern, Blut und Zerstörung. Und diese Bilder, leider, sehen wir ja heute tagtäglich. Und wenn ich den 9. Mai dann auch nochmal aufgreife, natürlich ist das ein Zwischenstopp und natürlich geht es weiter. Ich weiß, dass sie seit 8 Jahren im Krieg sind. Schließlich habe ich die Ukrainer selbst auch ausgebildet, nicht wahr? Wir sind in dem Sinne auch Partei, aber er wird irgendwas machen. Und ich will nochmal betonen, dass ich fürchte, dass Mariupol nicht zu halten ist. Und wenn er es zerstört, er kriegt dann eine völlig zertrümmerte Stadt, aber er wird es, fürchte ich, nehmen bis dahin. Und das ist meine traurige Einschätzung. Herr Domröse, in diesen Tagen diskutiert NATO-Staaten über die Frage, welche zusätzlichen Waffen der Ukraine geliefert werden sollen. Wir wissen alle, die Wunschliste aus der Ukraine ist relativ lang. Der ukrainische Außenminister sagt, im Donbass, man mag die Worte ehrlich gesagt kaum wiederholen, drohten Schlachten wie zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Aus Ihrer Sicht, aus militärischer Sicht, was ist es, was die Ukraine auf jeden Fall benötigt? Und aus Ihrer persönlichen Sicht, was ist es, was die NATO-Staaten liefern sollten? Das ist relativ einfach. Ein Krieg lebt von Bewegung. Und die Ukrainer sind gezwungen, sich nicht bewegen zu können. Sie haben nur handgestützte Waffen. Und können nur örtlich mal was, und Infanterist, ich bin ja Fallschirmjäger, da können sie immer nur ein paar Meter gehen, nicht? Man braucht also Fahrzeuge. Und es ist ja offensichtlich, was sie brauchen, um zu schlagen. Um schlagen zu können, zurückschlagen zu können, verdrängen zu können, brauchen sie weiträumige, stabile Fahrzeuge, also das, was man Panzer nennt. Ich will auch gleich aufräumen damit mit dieser berühmten No-Fly-Zone, weil die mal sagten, wir wollen eine No-Fly-Zone, das ist der glatte Unsinn, die hilft nämlich nicht gegen Artillerie. Also eine No-Fly-Zone ist gut gegen Flugzeuge und allem Möglichen, was da drin rumfliegt. Das ist aber nicht das, was die brauchen. Sie brauchen moderne Panzer, um sich selbst bewegen zu können, um Truppenbewegungen erfolgreich vollziehen zu können, sonst sind sie als Infanteristen mit Abwehrwaffen in der Gefahr. Die Gefahr ist nach wie vor gegeben, dass er im Donbass umzingelt wird. Und dann hat er eine Situation wie 41, wie 6. Armee, die in Stalingrad eingekesselt war. Also die Ukrainer sind noch nicht frei davon, dass sie selbst militärisch umzingelt werden. Und das ist natürlich dann das Wirkliche aus. Das heißt, in unserem Bild ist es ja oft, dass sie dann doch mit dem Abwehren der russischen Streitkräfte soweit eine Menge erreicht haben. Aber aus Ihrer Sicht ist es schon auch noch so, dass sie militärisch noch viel, um nicht zu sagen alles, verlieren können. Ja, natürlich. Wenn die letzten Truppen eingekesselt sind und sich nur noch zu Fuß bewegen können, dann haben sie keine Wirkung. Das ist die Wirkung, soweit sie gucken können. Das reicht nicht aus, um Breschen zu schlagen, um richtig rauszudrücken, um Raum zu nehmen und zu halten. Um Raum zu nehmen und zu halten, brauchen sie schwere Waffen, und die haben sie nicht. Und da haben sie dann keine Chance. Das muss man einfach so sagen. Sie sind sehr erfolgreich im Abwehren. Sie haben rund 20.000 Systeme, also sie sind geflutet. Sie sind übrigens nicht so erfolgreich, weil sie die 5.000 deutschen Helme haben, nicht? Das sind amerikanische und kanadische Waffen, die vorher da waren. Erste Stunde. Also, das muss man auch sagen. Und Deutschland tut sich ja immer ein bisschen schwer. Wir werden das machen, wir werden die Marder liefern, aber als Letzte. Wir sind da gut drin, zuverlässig zu sein, aber eben immer relativ spät. Das muss man sagen. Es ist, muss ich sagen, militärisch kein gutes Szenario, was ich Ihnen hier einschätzen kann. Es ist Blut, Zerstörung, Vertreibung und wenig Bewegung. Also das bisschen, was wir noch haben könnten, wäre Bewegung, und weh, wenn die eingekesselt werden. Zum Glück sind die Russen schlecht trainiert, offensichtlich. Das wäre das Fürchterlichste, was passiert. Dann muss der Präsident Zelensky aufgeben, wenn ihm sozusagen sein Schwert genommen wird. Denn Tapferkeit und Mut alleine reicht dann nicht. Katja. Schließt sich für mich die Frage an, muss denn der Westen jetzt dann wirklich sehr viel schneller, sehr viel mehr an Gerät und Waffen liefern? Und sagen, im Prozess dann auch alle Ersatzteile und Ausbilder und irgendwie all das, was dazugehört, um der ukrainischen Armee wirklich überhaupt eine Chance zu geben, den Krieg zumindest nicht zu verlieren.
Ausbilder haben sie, wir haben sie ja ausgebildet und ich mache kein Geheimnis daraus, dass durchgehend weiter ausgebildet wird. Pensionäre sind ja ganz normale Bürger, Staatsbürger, die können da ja hingehen. Damit ist die Armee ja nicht drin. Habe ich ja selbst ausgebildet. Wir haben denen beigebracht, Manöver. Manöver ist Bewegung. Cleverer sein, bewegen, bewegen, bewegen. Bewegen und schlagen. Das ist das Prinzip und das können die Russen eben nicht. Und deswegen kann man sie ausmanövrieren, aber dazu brauche ich die Mittel. Und sie sparen sich das Training, wenn sie denen altes sowjetisches, russisches Material geben, wie jetzt aus Tschechien, wie ich der Presse entnehme, denn damit können die sofort losfahren. Das haben die ja selbst noch. Sie können auch nie genau feststellen, wer wo was ist, also als Zuschauer, weil die ja mit demselben Gerät arbeiten. Es ist ja kaum Westgerät da. Also die können sie nicht in Leopardpanzer hinstellen, weil dann brauchen sie Training. Dann brauchen sie auch Ersatzteile. Also sie müssen denen das geben, worauf die auch ausgebildet sind. Das kann nur Ostgerät sein. Das ist der witzige Vorschlag der Polen mit dem MiG-21 gewesen. Das geht natürlich nicht, denn im Gegensatz zur NATO ist die Ukraine ja immer in der Falle. Und mit einem Panzer können sie 2000 Meter schießen, 2500 vielleicht. Aber sie können nicht Russland angreifen. Wenn die NATO im Spiel wäre, würde Russland auch gefährdet sein. Aber ich will daran erinnern übrigens, dass es in dieser Frage dann sehr schnell nicht nur um die Frage gehen wird, ob Deutschland selber liefert, sondern ganz viele dieser Waffen, die heute noch verfügbar sind, sind ja Waffen aus ehemaligen NVA-Beständen, die wir nach 1990, 91 abgegeben haben. Deswegen ist praktisch überall eine deutsche Entscheidung oft immer noch mit drin, selbst wenn die Waffen sich wo auch immer in der Welt irgendwie schon befinden. Jana, du hast einen Punkt, aber ich würde gerne einmal damit wir nicht ausschließlich militärische Fragen hier diskutieren, gerne einmal zu dem zurückkommen, was Jörn gesagt hat, der geschildert hat, wie in diesen Tagen Kontakte zu Bekannten, Freunden, Kollegen in Russland sind. Die Frage, wie wir dieses andere Russland, das es ja immer auch gegeben hat, Millionen auf der Straße für Nawalny noch vor Jahren, jetzt lesen wir diese für uns alle irritierenden Berichte von 80% Zustimmung, die es angeblich für die Politik von Wladimir Putin gibt. Aber da es dieses andere Russland ja auch gibt, auch wenn es immer schwieriger wird, das zu zeigen, weil was soll man ehrlich gesagt in einem Land machen, in dem man inzwischen dafür verhaftet wird, wenn man ein Schild hochhält, auf dem gar nichts mehr steht? Das ist ja, wenn man so will, irgendwann der Endzustand jeder Form von Unterdrückung. Aber was können wir hier im Westen tun, Jörn und Katja, um diejenigen, die diesen Krieg so wenig wollen, die an ein anderes und ein friedliches Russland glauben, zu unterstützen? Na, es ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, natürlich. Also diejenigen, die auf der Flucht sind oder die hier gestrandet sind, die bekommen ja Hilfe. Also zum Beispiel ukrainische Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die hier sind, aber auch eben russische Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die man aufnimmt und auch gleichzeitig andere, die aus anderen Bereichen, die jetzt einfach auch nicht mehr zurück können oder auch nicht zurück wollen. Das gibt es ja schon. Mir macht mir eher Sorgen all diejenigen, denen es nicht mehr gelingen wird, auszureisen aus Russland, auch wenn sie es wollten. Sie können in wenige Staaten nur noch wegfliegen, die Flüge sind teuer. Sie müssen auch erstmal dorthin kommen und von dort aus müssen sie weiterkommen und dann eine Aufnahme finden. Das sind alles Dinge, die früher scheint es mir leichter gewesen sind. Also in großen Emigrationswellen, wie wir sie noch kennen, im Zuge der russischen Revolution, im Zuge des russischen Bürgerkriegs etc. Aber diese Möglichkeiten sind heute kaum noch gegeben. Und die sitzen jetzt in diesem Land, lehnen das Regime ab, schweigen. Das Wort Schweigen wird sehr, sehr wichtig in Russland. Die Leute diskutieren das nicht mehr, sie schweigen. Und während man in der Stalinzeit flüsterte, ist man jetzt dann doch in dieses Schweigen abgerutscht, weil man nicht genau weiß, wer jetzt auf der anderen Seite ist. Wer malt sein Z auf das Auto oder das V auf das Auto? Und wie man dort unterstützen kann, ich glaube nur, wenn man diese Beziehung unterhält. Also ich bin nicht bereit, meine Freunde dort im Stich zu lassen, sondern weiter mit ihnen zu kommunizieren. Aber mehr können wir auch nicht tun. Es ist natürlich ein schwieriger Balanceakt. Viele Menschen
sind bereit dazu, in diesem Prozess der Verdrängung und des Konformismus und auch so eines alles waltenden Zynismus, der sich über dieses Land gelegt hat, Wladimir Putin zu unterstützen. Deswegen, auch wenn es staatliche Meinungsumfragen sind, ich glaube, die Tendenz ist schon irgendwie die richtige, selbst die Zahlen des Levada-Instituts, so das letzte halb, dreiviertel unabhängige Meinungsforschungsinstitut spiegeln das ja. Hast du die Zahlen einmal für uns nur, dass wir es einordnen können? Naja, die Zustimmung für Präsident Putin, das heißt nicht gleich der Zustimmung, sind sie für den Krieg, weil wer ist schon für den Krieg, ne? Die Zahlenzustimmung für den Präsidenten liegen bei um die 80%. Und das ist bei den Levada-Umfragen geringfügig geringer, aber sie erreichen dennoch weit über 60% irgendwie dort. Und was man tun kann, um das Schweigen zu durchbrechen, was man tun kann, auch um all die zu unterstützen, die anders denken, die natürlich Sorge haben, jetzt um ihre Zukunft, ihren Arbeitsplatz. Eine Englischlehrerin wird denunziert von ihren eigenen Schülern, weil sie kriegskritische Äußerungen gemacht hat und vor die Staatsanwaltschaft geschleppt. Also was kann man tun, um dennoch die Bande zu knüpfen oder ein bisschen festzuhalten? Man kann kommunizieren über die bislang noch nicht gesperrten Kanäle. Man kann, wenn man das möchte, über Crowdfunding unabhängige Exilmedien, die es sehr wohl gibt, im Übrigen auch auf Englisch, sehr munter auf Telegram, YouTube und Twitter unterwegs. Man kann die unterstützen, so dass sie weiterarbeiten können. Man kann als staatliche Institution, auch wenn jetzt erstmal wissenschaftliche Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Institutionen ausgesetzt ist, man kann natürlich versuchen, persönlich die Bande zu halten, und die Bundesregierung kann sehr viel großzügiger und sehr viel schneller sein, was die Erteilung humanitärer Visa betrifft für Bedrohte, also Künstler, Journalistinnen, Oppositionelle, Zivilgesellschaftlerinnen. Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen, an den ich gerade schon gedacht habe, als Jana ihn ansprach, weil wir ja auch hier beim Europacamp immer mal wieder über das Thema Fake News, Lügen, das beschäftigt uns ja in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich würde übrigens argumentieren, dass das im Moment ganz großartige Zeiten sind, um genau hinzuschauen, um zu lernen, wie das funktioniert und ehrlich gesagt, wie absurd es inzwischen auch ist. Also wir treffen uns ja heute hier in Hamburg, und glaubt man jedenfalls dem russischen Präsidenten und seinem Lügenapparat, sage ich in diesem Fall, dann muss ich ja auch glauben, dass die in der Ukraine hergestellten Biowaffen, die Russland bedrohen sollen, unter anderem mit Hilfe des Bernhard-Nocht-Instituts für Truppenmedizin entwickelt werden. Jetzt kann man, sagen wir mal, auf ganz klassische Art und Weise sagen, dann sollen die doch jetzt mal das Gegenteil beweisen, dass sie da an der Reeperbahn nicht an sowas forschen, um Russland zu vernichten. Aber ich würde sagen, das, was man glauben darf, sollte nur etwas sein, was jedenfalls durch einen Mindesttatbestand von Tatsachen und einer gewissen Plausibilität untermauert ist. Deswegen würde ich argumentieren, je höher dieser Propagandaapparat in Russland im Moment dreht, desto tiefer sinkt er zugleich, und man kann sehen, wer an der Verbreitung solcher Geschichten beteiligt ist. Und man sollte genau hinsehen und es sich merken, auch für die Zukunft, wer eigentlich Vertrauen verdient und wer überhaupt keins verdient. Jana, entschuldige, aber du wolltest einen Punkt machen. Ich wollte einen Punkt machen zu dem, was wir jetzt eigentlich auch als Deutschland tun müssen. Stichwort NATO, und müssen wir jetzt mehr Waffen liefern. Ich finde, erstmal müssen wir uns klar machen, dass wir als Deutschland, als Europa unheimlich viel tun können, um diesen Krieg zu beeinflussen. Es ist nicht so, als ob wir hilflos dabei stünden. In den ersten Tagen des Krieges haben viele Beobachter, inklusive mir, gedacht, eigentlich wird das jetzt ganz schnell gehen und dann ist die Ukraine platt gemacht. Und das ist nicht passiert. Und dass das nicht passiert ist, sollte uns
sehr viel zeigen, nämlich, dass die Ukrainer nicht nur unheimlich tapfer die Stellung gehalten haben und sich verteidigt haben, sondern dass es ihnen mittlerweile auch gelungen ist, gar nicht mal so unerheblich Gebiete wieder zurückzuerobern. Zum Beispiel auch in der Region um Kiew herum war das eigentlich so, dass die Russen da nicht freiwillig abgezogen sind. Die haben zwar quasi ihre Offensivstellungen aufgegeben, wollten aber eigentlich auch noch das Gebiet halten, um es als Verhandlungsmasse einzusetzen, und es ist ihnen nicht gelungen. Das heißt, die Ukraine hat die Kraft, die Dinge zu verändern, wenn wir die Ukraine darin unterstützen. Und deswegen finde ich, so müssen wir an die Sache rangehen, und dann müssen wir uns überlegen, was heißt das? Und bei den Waffenlieferungen ist es genauso, wie General Domröse sagte, es gibt die alten Systeme, die Ukraine kennt, aber die sind endlich. Irgendwann sind die weg, und das dauert auch nicht mehr allzu lange. Und ich glaube, für uns ist die Frage jetzt, ob wir investieren, ob wir die Ukraine an Waffensysteme bringen, die sie nicht kennen, ob wir weiter ausbilden, ob wir auch die Technik bereitstellen. Also es geht um Ersatzteile, es geht um Wartung, nicht nur westliche Waffen auf den Hof zu stellen, sondern uns eben so weit da reinbegeben. Und ich finde, ja, das sollten wir tun. Gerade wir als Deutschland hängen in allen Bereichen hinterher. Wir stoppen die EU jetzt, oder wir bremsen die EU, selbst bei diesem Kohleembargo, was nur 1,5 der russischen Exporte überhaupt betrifft, und verzögern das. Und ich finde, wir könnten uns durchaus mal überlegen, ob es nicht einen Bereich gibt, wo wir auch mal wirklich nach vorne investieren sollen. Wo Deutschland auch eine große Rolle jetzt haben könnte, ist bei der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen zum Beispiel. Wir haben da Expertise, gerade in Deutschland. Wir haben an den Kriegsverbrechen in Syrien gearbeitet, in Ruanda. Wir müssen also Aufarbeitung leisten, zum Beispiel auch in den Gebieten, die jetzt befreit worden sind, die sind vermint in Teilen. Also wenn die Zivilbevölkerung dahin zurückgehen soll, dann müssten da Spezialisten hin, die müssten gucken, wo sind die Minen, da muss man die mappen, da muss man die in eine App eintragen, da muss man die entschärfen. Es geht auch nicht nur um schweres Gerät, es geht um Benzin, also überhaupt Transport. General Domröse hat es gesagt, es muss Bewegung sein, das ist unheimlich energieintensiv. Es geht um Treibstoff, es geht um das Wiederaufbauen der Städte im Norden. Da ist die Handymasten, Infrastruktur, Wasserversorgung, Lebensmittel, all das können wir tun. Und das möchte ich hier so ein bisschen als Plädoyer auch da lassen, dass wir uns nicht denken, das ist etwas, das irgendwo fernab von uns passiert, sondern es ist etwas, was uns A, sehr wohl extrem angeht, und B, wo wir auch einen Unterschied machen können. Unsere Diskussion kommt zu ihrem Ende. Jörn, ich habe gesehen, dass du noch einmal intervenieren wolltest. Ich wollte dann doch noch etwas sagen, auch worüber wir jetzt gerade reden. Wir reden so viel über Waffen und Waffensysteme, Bewegung etc. Es ist doch schon etwas aufgefallen oder sehr auffällig, als Historiker nehme ich das schon mit großer Begeisterung für die Quellen war, die in Zukunft bearbeitet werden müssen, dass seit Kriegsausbruch plötzlich alle Leute nur noch ständig bereit sind, irgendwelche Waffen irgendwo hinzugeben. Das kennen wir ja gar nicht. Wir waren doch immer so sehr auf Frieden aus. Und jetzt plötzlich sind überall diese Diskussionen um Waffenlieferungen, Waffenentsenden und so weiter. Und das ist so etwas, was mich dann doch wieder beängstigt in einer Situation, in die man zurückschaut, als Historiker zurückschaut, wo gibt es ähnliche Situationen? Und wenn ich möchte daran erinnern, 1912 treffen sich in Basel die führenden Sozialistinnen und Sozialisten der Welt, und sie haben ein beeindruckendes Programm vorgelegt. Nie wieder Krieg, ein beeindruckendes Programm. Zwei Jahre später haben die meisten von diesen Sozialistinnen und Sozialisten der Welt in den europäischen Parlamenten für die Kriegsanleihen gestimmt. Und dann ging es los im Ersten Weltkrieg. Und es gibt so eine ähnliche Stimmung, das scheint mir gerade so, alle scharren danach, irgendwelche Waffen irgendwo hinzubringen. Und das überrascht mich in unserer Gesellschaft, dass wir einerseits den Krieg immer so sehr ausgeblendet haben, es nicht wahrhaben wollten, dass in Europa Krieg ist seit 2014, dass wir nicht wahrhaben wollten, dass deutsche Soldaten in Afghanistan um ihr Leben kämpfen. Und andererseits, dass wir jetzt plötzlich bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und ein kurzer Gedanke noch zu Russland, ganz kurz noch. Von einer Sekunde zur anderen war die deutsche Gesellschaft bereit, alle Verbindungen mit Russland zu kappen. Wissenschaftlich zum Beispiel. Und das ist enorm. Und ich frage mich auch, wo das herkommt.
Und hier gibt es so eine, ich nenne das immer eine Urangst vor dem Osten, die wilden Horden, die bereit sind, uns zu überfallen. Und darüber lohnt es sich auch mal nachzudenken. Also was zeichnet uns im Westen aus? Womit grenzen wir uns ab? Gen Osten. Ehrlich gesagt würde ich mir sehr wünschen, dass wir diese Diskussion und genau an dieser Stelle jetzt Minimum nochmal 45 Minuten fortsetzen könnten, was wir aber unglücklicherweise nicht können. Deswegen war es das an dieser Stelle jetzt mit unserem Eröffnungspanel. Ich danke allen, die hier waren, sehr, uns mit auf diese Reise zu nehmen, die Dinge ein bisschen besser verstehen und einordnen zu können. Und hoffe, dass wir uns alle 2023 hier wiedersehen, vor voller Halle, mit besseren, anderen Themen, weil man ja die Hoffnung nie aufgeben soll, dass die Welt besser wird, wenn sie von liebenden Händen in die richtige Richtung bewegt wird. Das war's mit unserer Eröffnung. Vielen Dank Ihnen allen. Viel Spaß beim Europacamp.